Es waren einmal eine Königin und ein König. Die hatten große Not. Nein, nein, an Geld fehlte es ihnen nicht. Und Frieden war auch im Land. Aber ihre Tochter Betta wollte und wollte nicht heiraten. Welchen Prinzen die Eltern dem Mädchen vorstellten? Bei jedem schaute Betta den Anwärter ins Gesicht, in die Augen und damit auch ins Herz und sagte, nein. Nun, nach einer Weile war es den Eltern wirklich zu bunt und sie sprachen, Betta, wenn du nicht in 49 Tagen einen Mann gefunden hast, so werden wir dir einen bringen. Ja, ja, Betta war einverstanden, nur bat sie ihren Vater darum, einen Sack Mandeln und einen Sack Zucker dafür zu bekommen. Nun, die Eltern waren über diesen Wunsch sehr erstaunt, aber sie erfüllten ihn. Betta aber zog sich mit den Mandeln und mit dem Zucker heimlich in ihr Schlafgemach zurück. Und 3 Tage und 3 Nächte zerkleinerte sie die Mandeln. Sie zerstieß sie mit dem Zucker. Dann ging sie hinunter in den Garten und sammelte den Tau von den Rosenblättern. Und den Tau gab sie nun zu Marzipan und Zucker und knetete und knetete und knetete und knetete und hatte ein wunderbares, weiches Marzipan geknetet. Und daraus formte sie einen Marzipan-Mann. Ach, war der schön! Betta nahm Vergissmeinnicht für Augen und für die Wangen gab sie ihm rote Rosenblätter und die roten Rubine ihrer Halskette nahm sie für den Mund. Ach, er war wirklich genau der Mann, den Betta gerne heiraten wollte. Aber einen Marzipanmann kann man ja nun mal nicht heiraten. Ach, und so fiel Betta auf die Knie und betete und sang und betete und sang 40 Tage lang. Und nach 40 Tagen, da schlug der Marzipanmann seine Vergissmeinnicht-Augen auf und sprach, Guten Morgen, Betta. Wie war da die Freude groß. Betta sprang auf, umarmte ihren Mann und er fühlte sich auch wirklich, wirklich ganz lebendig an. Und dann nahm sie ihn bei der Hand und führte ihn zu den Eltern. Die Eltern waren sehr erstaunt. Sie hatten doch eigentlich gar keinen Mann in Bettas Schlafzimmer gehen sehen und nun kam da einer heraus. Aber er war so süß, dass die Eltern einverstanden waren und sie bereiteten ein großes Hochzeitsfest vor. Nun, ihr wisst das vielleicht. Wenn etwas ganz Besonderes geschieht und wenn vor allem so ein herrlicher Mann plötzlich auftaucht, hast du schon gehört, hast du schon gehört, hast du schon gehört, hast du schon gehört, sagen es alle Leute weiter. Und so verbreitete sich die Nachricht von diesem süßen, herrlichen Mann, nicht nur im Schloss, nein, nein, die Nachricht, die ging durchs ganze Städtchen. Bis hinunter zum Hafen und von dort übers Meer in das nächste Land, das nächste, das nächste, das nächste. Und so kam die Nachricht auch zu einer Königin, weit übers Meer in einem anderen Land. Und die Königin hatte selber keinen Mann und suchte einen und fand auch keinen. Und als sie hörte, dass es da einen Marzipanmann geben sollte, so dachte sie,
Das könnte mein Mann sein, ja? Und sie fasste einen Plan. Sie ließ ein goldenes Schiff bauen und befahl dem Kapitän, nun über das Meer hin zu jenem Land zu fahren, in dem Betta lebte, und diesen süßen Zuckermann zu ihr zu bringen. Der Kapitän fuhr über die Meere. Und der Kapitän kam an jenem Hafen an, hinter dem sich Bettas Schloss verbarg. Und wie das goldene Schiff unten in dem Hafen landete, da liefen die Leute alle hin. Und jeder staunte. Und wieder war es: Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Die Leute sprachen nun die Nachricht vom Hafen hinauf, ins Städtchen hinauf, 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 bis zum Königsschloss und auch bis zu Herrn Marzipan. Und als Herr Marzipan hörte, dass da unten ein goldenes Schiff sein solle, so lief er schnell zum Hafen hinunter. Der Kapitän aber schaute aus dem Schiff und sah den zukünftigen König kommen, mit den blauen Vergissmeinnicht-Augen. Und da wusste der Kapitän, das ist der Mann, den soll ich bringen. Und er öffnete die Luke des Schiffes, ließ eine Strickleiter herunter und rief: Hey, hallo Sie, Sie werden doch der nächste König hier sein. Ich möchte Ihnen gerne mein goldenes Schiff zeigen. Kommen Sie. Nun, Herr Marzipan war so unerfahren, dass er nicht wusste, dass es das Böse in der Welt gab. Und so lief er hin zu dem Schiff und kletterte die Strickleiter hinauf und stieg in das Schiff hinein. Und als er in dessen Bauch verschwunden war, bling, wurde die Luke zugeklappt, die Strickleiter angezogen und das Schiff begab sich aufs Meer. Und es fuhr und fuhr und fuhr und fuhr hin zu jener anderen Königin. Der Marzipanmann, der wollte nicht dahin, aber was sollte er tun? Und interessant war allemal so eine Seereise. Und so ließ er sich fahren und dachte sich nichts dabei. Betta wartete zu Hause auf die Ankunft ihres zukünftigen Mannes vom Hafen. Und als er nicht kam und die Leute ihr sagten, dass er mit dem Schiff davon gefahren wäre, so sprach sie: Kommt er nicht zu mir, muss ich zu ihm. Und sie ließ sich 3 Paar eiserne Schuhe machen. Und dann sagte sie ihren Eltern Adieu und machte sich auf den Weg. Und sie lief und lief und lief aus der Stadt, aus dem Land, kam von einem Land ins andere und kam bald von dieser Welt und kam zu einem großen Tor. Da nahm sie einen Holzstab und schlug ans Tor. Und wie das Tor aufging, so stand die Mutter Sonne vor ihr. Willkommen, mein Mädchen. Was machst du hier in meinem Reich? Ach, mein Schicksal führt mich her. Habt ihr vielleicht Herrn Marzipan gesehen? Herrn Marzipan? Nein. Wie sollte ich? Ich habe noch nie von ihm gehört. Aber warte. Warte, bis mein Sohn heute Abend wiederkommt. Er läuft den ganzen Tag um die Welt. Vielleicht hat er ihn gesehen. Und so wartete Betta mit der Mutter Sonne auf die Ankunft des Sonnensohnes. Und am Abend kam er auch mit dem großen Himmelswagen. Und als die Mutter ihn befragte, so dachte der Sohn darüber nach. Nein, einen Herrn Marzipan habe ich nicht gesehen. Aber warte, Mädchen, sei nicht traurig. Geh doch zum Mond. Der Mond geht in der Nacht um die Welt. Vielleicht
hat er Herrn Merzipan gesehen. Und so bedankte sich Betta bei der Sonne und ihrem Sohn. Und die Sonne gab Betta auf dem Weg eine Haselnuss mit. Und sie sprach: Mädchen, wenn du einmal in Not bist, so öffne diese Nuss. Betta steckte die Nuss in die Tasche und lief davon. Und sie lief und lief, und wie sie so lief, zerbrach das erste Paar eiserne Schuh. Und sie lief weiter und weiter und kam alsbald an ein zweites Tor. Wieder hing dort ein Holzstab, und Betta nahm ihn und schlug ans Tor. Und wie das Tor aufging, so stand die Mutter Mond davor. Und die Mutter Mond fragte auch, was das Mädchen hier in ihrem Reich solle. Und Betta sagte, dass sie den Herrn Marzipan suche und ob nicht gesehen. Und aber auch die Mutter Mond hatte noch nie von Herrn Marzipan gehört. Doch sprach sie: Warte bis zum Morgen, wenn mein Sohn von seiner Reise um die Welt zurückkehrt. Vielleicht hat er Herrn Marzipan gesehen. Und so wartete Betta mit der Mutter Mond auf die Ankunft des Sohnes. Und am Morgen kam der Sohn. Und die Mutter Mond fragte. Und der Sohn sagte: Nein, 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 also ich muss überlegen, aber einen Herrn Marzipan habe ich nicht gesehen, nein. Aber Mädchen, sei nicht traurig. Geh doch zu den Sternen, sie sind sehr alt und sehr viele. Vielleicht haben sie den Gesuchten gefunden und gesehen. Gut, sprach Betta, so will ich zu den Sternen gehen. Und die Mutter Mond gab Betta nun eine Walnuss mit und sprach: Hört, mein Mädchen, solltest du einmal in Not sein, so öffne die Nuss. Betta bedankte sich und ging und ging und ging und ging. Und wie sie so lief, hin zu den Sternen, so zerbrachen unter ihren Füßen die zweiten Paar Schuhe. Und alsbald kam Betta am dritten Tor an. Sie forderte Einlass. Und wie das Tor sich öffnete, so stand die Sternenmutter vor ihr. Willkommen, mein Mädchen. Was machst du in unserem Reich? Ach, Sternenmutter, mein Schicksal führt mich her. Hast du vielleicht Herrn Marzipan gesehen? Nein, Herrn Marzipan, von dem habe ich noch nie gehört. Aber warte, Mädchen, morgen früh kommen alle meine Kinder nach Haus, die vielen Sterne. Vielleicht hat eins von ihnen deinen Herrn Marzipan gesehen. Und so wartete Betta mit der Sternenmutter bis zum nächsten Morgen. Und am nächsten Morgen kamen all die Sterne von überall her. Und die Sternenmutter fragte sie. Aber keines der Sterne hatte je Herrn Marzipan gesehen. Da wurde Betta ganz traurig. Genau aber in diesem Moment, zack, kam ein Sternenschnuppe vorbei. Und da war das jüngste Kind gelandet, der Sternenmutter. Das war so jung, dass noch keiner ihm einen Namen gegeben hatte. Und dieses Kind rief: Ich habe den Herrn Marzipan gesehen, schaut einmal. Und dabei zeigte es mit seinen langen, spieksigen Fingern hinunter zur Erde, die wie eine riesige Weihnachtsbaumkugel unter ihnen schwamm. Seht einmal, dort das weiße Land mit dem weißen Schloss, dort ist Herr Marzipan. War da die Freude groß. Betta verabschiedete sich und die Sternenmutter gab Betta eine Mandel mit und sprach: Solltest du einmal in Not sein, so öffne die Mandel.
Und Betta lief und lief und lief und lief und lief. Und gerade als sie an dem Tor der Stadt ankam, war das dritte Paar eiserne Schuhe zerbrochen. Aber Betta lief nun in die Stadt hinein und es war wirklich alles weiß. Die Häuser waren weiß, die Wege waren weiß und dort war ein weißes Schloss. Betta lief hin zum weißen Schloss und schaute über die weiße Mauer. Da war der Marzipanmann tatsächlich. Aber er hatte eine Augenbinde um, weil er spielte mit einer fremden Königin blinde Kuh. Und so sehr Betta auch winkte, Herr Marzipanmann hat sie nicht gesehen. Da dachte Betta nach. Und dann hatte sie einen Plan. Sie ging hin zur Dienerschaft und verdingte sich als Magd. Und da sie keine Schuhe anhatte und die Füße staubig waren, die Sachen zerrissen und die Haare ganz struppig von der weiten Reise, so stellte man sie als Gänsemagd ein. Am nächsten Morgen, aus ihrem Stall heraus, in dem Betta auch schlief, führte sie die Gänse hin zu jener Wiese, wo sie Herrn Marzipan gesehen hatte. Und dort setzte sie sich hin und hütete die Gänse. Aber Herr Marzipan kam da nicht vorbei. Und Betta wurde sehr, sehr unruhig und dachte, was kann ich nur tun? Da fielen ihr die drei Geschenke ein. Und schon nahm sie die kleine Haselnuss heraus und öffnete sie. Oh. Da kam aus der Haselnuss ein Kleid heraus. Das war so golden, so leuchtend wie die Sonne selber. Der Himmel wurde hell und die fremde Königin, sie schaute aus dem Fenster hinaus und fragte sich, was ist denn hier los? Und da sah die Königin die Gänsemagd sitzen mit jenem wunderbaren Kleide. Das möchte ich haben, sprach da die fremde Königin. Und ihre Dienerin flüsterte, wenn ihr, Frau Königin, dieses Kleid tragt, so werdet ihr vielleicht doch noch das Herz eures neuen Mannes gewinnen. Die Königin schickte die Magd hinunter zu Betta. Und die Magd befragte Betta, wie der Preis für jenes Kleid wäre. Und Betta sprach, mein, nicht Gut noch Geld will ich dafür haben, nein, nein. Ich gebe es der Königin, wenn sie mir ihren Mann für eine Nacht in den Stall führt, in dem ich schlafe, und ich eine Nacht neben ihm sitzen darf. Die Königin war sehr erstaunt. Es war ein merkwürdiger Wunsch. Aber das Kleid war so schön. Und dann dachte sie, gut, so soll der König, der Zukünftige, eine Nacht im Stall schlafen. Ich will ihm ein Schlafmittel geben, dann sollte doch alles seine Ordnung haben. Und am Abend füllte sie dem König ein paar Schlaftropfen in den Trank. Und schon nachdem der König es getrunken hatte, schlief er ein. Und man trug den Schlafenden nun hinunter zum Stall. Und als die Stalltür geschlossen war und Betta mit dem König allein, da fiel sie auf die Knie und sprach, wach auf, mein Herz, mein Liebster, mein, das kann es nicht gewesen sein. War ich es nicht, die dich gemacht, die die Mandeln zerkleinert, mit Zucker zerstoßen, mit Rosenwasser getränkt, dir das Leben geschenkt? Wach auf, mein Herz, mein Liebster, mein. Aber so sehr sie auch betete, flehte, weinte und sogar
sang. Der König, was ja Herr Marzipan war, der wachte nicht davon auf. Und so wurde er am nächsten Morgen zusammen mit dem goldenen Kleid zur fremden Königin gebracht. Ach, dachte Betta, was tue ich nur? So will ich mich noch einmal auf die Wiese setzen, unter das Fenster der Königin, und will mein Glück versuchen. Und so ging sie dahin, und als sie da saß, da nahm sie die Walnuss hervor und brach die Walnuss auf und da war ein Kleid über sie gekommen. Das war so blau wie der Himmel selbst. Und darauf leuchtete ein großer Mond. Und der Himmel über Betta wurde dunkel. Und das Kleid leuchtete von seinem Mond heraus hin zum Fenster der Königin. Die aber schaute hinaus. Naja, ihr könnt es euch denken, das Kleid wollte sie nun auch haben. Und die Dienerin sagte wieder, wenn ihr das Kleid habt, so werdet ihr bestimmt das Herz des neuen Mannes gewinnen. Und wie die Dienerin unten war, so sprach Betta, nein, nein, Geld und Gold will ich nicht. Aber wenn ihr den Mann noch einmal zu mir bringt und er eine Nacht bei mir im Stall bleibt, so soll sie das Kleid haben. Wieder füllte die Königin Schlaftrunk in das Glas, der König trank's und schlafend brachte man ihn hinunter in den Stall. Und wieder passierte es, Betta fiel auf die Knie und sie betete und sie sprach und sie sang und sie weinte. Die Stunden verstrichen, die Nacht ging vorbei, aber der Marzipanmann wachte nicht auf. Und so musste Betta den Mann samt des wunderbaren blauen Kleides mit dem Mond zur Königin tragen lassen. Ach, dachte Betta nun, eine Nuss habe ich noch, eine Mandel. Soll ich diese heute auch öffnen? Ich weiß nicht, was ihr getan hättet, aber Betta war entschlossen, alles dafür zu tun, ihren Marzipanmann zurückzubekommen. Und so ging sie mit den Gänsen wieder hin auf die Wiese, setzte sich unter das Fenster und kaum saß sie, brach sie die Mandel in zwei. Und diesmal kam ein Kleid herunter, da war nicht nur das Gold der Sonne darin eingewebt, nicht nur das Leuchten der Sterne und des Mondes, nein, es waren die Pflanzen der Erde und die Tiere aller Länder vereint. Das Kleid war so schön wie das Paradies selber. Und die Königin stand bereits oben und schaute hinunter. Und die Dienerin sagte, wenn ihr das Kleid habt, so verspreche ich euch, werdet ihr das Herz eures neuen Mannes wirklich gewinnen. Nun, ihr könnt es euch vorstellen, die Dienerin ging hinunter, der Handel war klar, nein, Geld und Gut nicht, aber eine Nacht noch, eine letzte Nacht sollte der zukünftige König in den Stall gebracht werden. Nun müsst ihr wissen, an diesem Tag, da wurde dem König ein neues Paar Schuhe angemessen. Und der Schuster wohnte direkt neben dem Stall, in dem Betta schlief. Und der Schuster maß nun dem König die Schuhe an und wie er das so tat, so sprach er, sagt mal, Herr König, was ist das eigentlich? Jede Nacht werdet ihr an meinem Fenster vorbeigetragen. Und dann geht ihr schlafend in den Stall hinein
Und dann ist da ein Mädchen und das singt und weint und jammert und immer mein Liebster und wach auf. Was macht ihr eigentlich in dem Stall? Oh, der König, er sagte, ich weiß davon gar nichts. Aber er war sehr neugierig. Er wollte gerne wissen, was jede Nacht mit ihm schlafend passierte. Und als nun die fremde Königin die Schlaftropfen wieder in sein Glas getan hatte, da nahm er sehr wohl das Glas und trank, aber er schluckte den Trank nicht hinunter, sondern spuckte ihn einfach wieder aus und stellte sich nur schlafend. Die Diener kamen, er wurde schlafend, meinte man, hinuntergetragen, am Fenster des Schusters vorbei, hin zu Berthas Stall. Und wie er dort auf die hölzernen Pritsche gelegt wurde und die Tür zuging, so fiel Betta noch einmal auf die Knie, nachdem sie dieses wunderbare Kleid übergestreift hatte. Und dann sagte sie, wach auf, mein Herz, mein Liebster, mein, das kann es nicht gewesen sein, war ich es nicht, die dich gemacht, die Mandeln zerstoßen, mit Zucker zerkleinert, mit Rosenwasser getränkt, dir das Leben geschenkt, wach auf, mein Liebster, mein. Da, 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 da. Und wie Betta so gesungen hatte, bling, da öffnete der scheinbar Schlafende die Augen und seine vergissmeinnicht-blauen Strahlen drangen in Bettas Herz und aus Bettas Herz drang die Liebe zu ihm zurück. Und da haben sich die beiden erkannt. Und der Marzipanmann stand auf, ging hin zum Pferdestall und holte ein weißes Pferd heraus, setzte Betta darauf, setzte sich dahinter und so ritten sie vom fernen Land davon. 3 Tage und 3 Nächte sind sie geritten. Und dann kamen sie im Land an, in dem Betta und ihre Eltern wohnten. Und die Eltern hatten schon damit gerechnet, dass Betta gar nicht mehr nach Hause kommt. Wie groß war da die Freude! Sie schlossen ihre Tochter in den Arm und auch Herrn Marzipan. Und es wurde eine Hochzeit gefeiert. Die ging 40 Tage und 40 Nächte und war so schön wie keine andere Hochzeit im Märchen. Ich war selbst dabei. Ich kann es bezeugen. Nun fragt ihr vielleicht, was mit der anderen Königin geworden ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie mit den beiden anderen Kleidern noch einen Mann gefunden. Vielleicht hat sie sich so sehr geärgert, dass sie durch den Boden geflogen ist. Vielleicht hat sie aber auch selber versucht mit Marzipan und Mandeln und Zucker einen Mann zu machen. Ich weiß es nicht, aber nehmt doch einmal einen Stift zur Hand und lasst ihn über ein weißes Papier so tanzen, wie es auf Bettas Hochzeit war. Vielleicht erzählt er euch das Ende der Geschichte. Da, 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 da,